Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Doom 3 BFG Edition. Wir haben uns eigentlich in der letzten Folge nur durch ein paar geile Stellen durchgeballert. Vor allen Dingen diesen Serverraum finde ich richtig geil. Haben sie ja auch in Doom 1 schon reingebracht. Ja, wir werden uns mal weiterbegeben. Ich habe mir auch mal ein... Uah, ist das ein Boomer? Boomer! Ne, ist kein Boomer. Ist nur ein dicker Mensch. Nichts Ungewöhnliches, nur ein dicker Mensch. Mensch. Noch einige Tests dazu angesehen. Viele, also sehr unterschiedlich. Es gibt einige Leute, die sagen, ja, also ich persönlich bin der Meinung, wenn man Doom 3 hat oder Doom 1 und 2 hat, braucht man sich das nicht. Ups. Weil, die Grafik wird ein bisschen verbessert, aber deswegen nochmal Geld auszugeben, finde ich unnötig. So eine Collection ist vor allem für die Leute, die ihnen vielleicht Teil 1 und 2 fehlen. Oder die Doom insgesamt noch nie gespielt haben, wie meine Wenigkeit. Für die ist so eine Collection einfach das Perfekte. Was ist denn das denn? Computer. Die so was dann zocken wollen. Die haben dann eine Collection, da sind dann alle Teile drin. Bleh. So ähnlich wie jetzt zum Beispiel, wenn man Splinter Cell nie gespielt hat, gibt es ja die Splinter Cell HD Collection. Hört sich voll an wie Schritte, gell? Macht gerade Verkehrung. Infirmary? Das ist doch... Irgendwas mit... Nee, ist was anderes. Heute können wertvolle Informationen erhalten. Ich möchte erstmal kurz weiterreden. Kann man kurz pausieren. Und das ist so meine Meinung zu Doom 3 BFG. Wer Doom nie gespielt hat, das ist richtig geil. Oder wer vielleicht auch unbedingt so ein Add-on bzw. DLC-Freak ist, für den ist vielleicht auch was. Aber für alle anderen, es hat eine Collection. Wer das die Spiele dann hat, für den ist sowas nichts, aber wir können uns heilen mal. Und viele Leute sagen halt, ja, das Doom-Prinzip ist total eingestaubt, ist ja nur rumrennen und rumschießen und die Schockmomente sind ja voll billig. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es hier und da einfach mal besser als sowas wie Dead Space. Dead Space ist sein eigener Horror. Aber schon bei Dead Space 2, muss ich sagen, habe ich mich so arg an den Horror gewöhnt, dass Dead Space 2 nicht durch sein, oder kaum durch seine Horrorelemente noch gut war, sondern eher halt durch diesen Horror-Action-Mix. Die haben ja da eine sehr, 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 sehr starke Brücke zwischen diesen Action-Elementen und diesen Horror-Elementen eingeschlagen. Der dritte Teil, der kommt ja bald raus und ich glaube, das wird so total Action. Vor allem, weil Coop drin ist. Kann jemand gar nicht leiden. Aber nun ja. Und die haben halt gemeint, ja, das ist halt total eingestopptes Gameplay. Ist halt nur rumrennen und schießen. Bisschen Story, das war's. Ich finde es aber geil, weil es halt mal, wenn man nur diese Shooter von heute da kennt, diese ganzen COD-Klone, auch im Free-to-Play-Bereich, die ganzen Klone von Klonen von Klonen, da ist sowas wie Doom mal was komplett Neues, weil es einfach ein ehrlicher Shooter. Ich meine, nicht so wie andere Sachen. Ist einfach mal eigentlich schon komplett was anderes im Vergleich zu einem Call of Duty. Es hat nicht diese extrem überzogen krasse Inszenierung und was weiß ich. Es ist einfach nur Shooter. Und das finde ich geil. Das hat mal was anderes. Jetzt gehen wir mal endlich ins PDA. Mark Saison. Psychologische Meldung. Audiolog von Dr. Kasian zur stationierten Mars City. Ich war gerade beim wöchentlichen Status-Meeting auf der Krankenstation. Hauptthema war die große Zahl psychologischer Probleme in der letzten Zeit. Die Anzahl der Krankmeldungen lässt darauf schließen, dass 10% des gesamten Personals auf der Basis Symptome aufweisen. Da viele aber solche Probleme nicht melden, könnte die Anzahl der Betroffenen in Wahrheit näher bei 30 bis 40% liegen. Selbst hier auf der Krankenstation verzeichnen wir einige Fälle. Mehrere Pflegekräfte und ein paar gute Ärzte sind aus ähnlichen Gründen krankgeschrieben.
Ich werde offiziell die Entsendung von zwei weiteren Psychiatern mit dem nächsten Shuttle von der Erde anfordern. Unsere zwei sind überarbeitet und die schwierigen Sitzungen mit ihren Patienten wirken sich allmählich auch auf sie aus. Dr. Cassian, Ende. Also, unter den Leuten ist sehr ganz schön Verrücktheit ausgebrochen. Dead Space war ja auch so ähnlich mit dem Marker. Ist ja auch so, sind alle Leute verrückt geworden. Angriff durch einen Patienten. Dr. Markasian. Um 15.47 Uhr wurde der Patient Jonathan Wills nach wiederholten Klagen über Schlafmangel und Übelkeit aufgenommen. Laut Pflegekraft war Mr. Wills ruhig und wies keine Anzeichen einer Störung auf, als er in Untersuchungsraum 5 gebracht wurde. Als ich ihn um 10 nach 4 sah, hatte sich seine Persönlichkeit drastisch verändert. Als ich den Raum betrat, stürzte sich Mr. Wills mit einem Skalpell auf mich, das er offenbar aus einer Schublade gestohlen hatte. Mit der Hilfe eines Pflegers konnten wir ihn unverletzt überwältigen und sedieren. Mr. Wills stand unter starken Medikamenten und konnte nicht untersucht werden. Schaffte es aber in den 20 Minuten, ohne Aufsicht, sich drei Symbole in den Arm zu ritzen und seine eigene Zunge in zwei Teile zu schneiden. Ich kann nur Vermutungen zur Ursache seiner Probleme anstellen. Ich hoffe, dass bald weitere Psychiater eintreffen. Inzwischen sollte als Reaktion auf seinen Angriff alles medizinische Material in einen sicheren Krankenhausschrank mit dem Code 347 eingeschlossen werden. Dr. Cassian, Ende. Ja, das ist medizinisches Material, bin ich voll deiner Meinung. Aber der hat auch bestimmt noch E-Mails, die können wir uns auch nochmal angucken. Mark, danke für das Zusenden des Audioberichtes. Ich wünschte es bessere Nachrichten. Ich versuchte mit den Kollegen hier auf der Erde zusätzliches Personal und Ressourcen zu eurer Unterstützung aufzutreiben. Angesichts der Situation dort wird das nicht leicht sein. Ich werde vielleicht eine Weile auf euch gestellt sein. Mein Rat lautet, weiter möglichst viel zu dokumentieren, die Wurzel des Problems zu suchen und waffenmedizinisches Material für euch selbst zu bunkern. Falls es noch schlimmer wird. Ich bin froh, dass du vorsichtshalber schon ein paar Vorräte im Schrank eingelagert hast. Danke für die Erwähnung des Codes in deinem Bericht. Ich werde ihn sicher verwahren. Du gehst? Mark, ich habe gehört, dass du den Mars verlässt. Ich freue mich, dass du jetzt mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst, aber ich bin sehr besorgt wegen der Situation hier, die sich weiter verschlimmert. Wir sind jetzt schon knapp an Personal. Dein Weggang wird uns hart treffen. Da fällt mir ein, dass Zach vom Betrieb immer launenhafter wird. Zach, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das muss ja alles eigentlich ausgesprochen werden. Seit unserem Gespräch weiß ich nicht, ob ich da überreagiere oder ob es ihm jetzt auch erwischt hat. Ich könnte schwören, dass er heute versucht hat, mich zu beißen. Muss ich auf irgendwas besonders achten, wenn du fort bist? Sarah. Wie du das, kam ja noch gar keine weiteren. Und dann gehen wir weiter. Wir haben jetzt auch gut Munition in der Schusswaffe. Lol. Also wir sollten bei der Pumpe doch ein bisschen näher stehen. Bam. Oh, das war aber knapp. Der hätte uns auch noch treffen können. Moment, dachte ich, da steht einer. Das war aber nichts. Alter, die Tür. Ist das ein Mikroskop? Ah ja. Was haben da Leichenteile drin zu suchen? Was ist das? Was war das? Adrenalin? Bam! Kopf weg! Junge! Den wirst du eh nicht mehr brauchen. Alles sah für einen Moment wie Supplies. Was bringt mir Adrenalin? Ah, ich kann sprinten, ohne dass meine Energie weggeht, aber das will ich nicht. Das ist ein Schädel. Ja. Wenn ich ihn safen kann. Weiß ich nicht. Also das... Mein Herz
Also das Herz im Spiel, das geht mir gerade voll auf den Keks. Einer davon wird sich noch bewegen. Ah, hier waren wir ja vorhin. Ich erinnere mich. Zugangscode. Okay. Das ist aber eine Waffenkammer und da gibt es Waffen. Und Waffen sind geil. Okay, da können wir nicht weiter. Es gab aber noch einen zweiten Weg, oder? Da zum Beispiel. Sperrgebiet verriegelt. Hm. Das ist schlecht. Hier hinten konnten wir auch nichts machen. Leiche brennt immer noch. Alter! Kann ich aber da noch was machen? Ah, das ist von der anderen Seite, okay. Oh, ein PDA von Bill Tyson. Das habe ich aber jetzt bestimmt richtig ausgesprochen. Tyson, Mike Tyson. Audiobericht über die Truppenmoral. Die Kampfmoral beginnt zu sinken. Noch besteht kein Grund zur Sorge, denn ich achte darauf, dass meine Marines stets auf Zack sind. Aber die Vorkommnisse auf der Basis zermürben die Leute. Hier gehen Dinge vor sich. Seltsame Dinge, die schwer zu verstehen sind. Ich glaube, es liegt an den UAC-Experimenten. Hier draußen gibt es keine Regeln. Sie könnten also an Gott weiß was herum experimentieren. Es werden schon etliche Leute vermisst. Keine Marines natürlich. Zivilisten. Kurz gesagt, was auch immer hier los ist, macht meine Männer hochgradig nervös. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Grund zur Beunruhigung, aber ich schlage vor, die Truppen alle 90 Tage auszutauschen, statt alle 180. Ich werde sie weiter auf dem Laufenden halten. Gut, dass schon weitere Marines hierher unterwegs sind. Neue Gesichter werden helfen. Sergeant Tyson, Ende. Ich bin das neue Gesicht und ich bin dem bösen Angesicht, keine Ahnung. Truppeneinsatz. Audiobericht zur Bestätigung der Stationierung neuer Marine-Truppen in Mars City, 30. Oktober 2145. In ein paar Tagen werden die neuen Truppen da sein. Ich habe ein paar Trainingseinheiten zum Nahkampf mit Handfeuerwaffen und Pflichtauffrischungskurse für alle unsere Waffen- und Munitionstypen eingeführt. Angesichts der großen Anzahl von Sicherheitsverstößen und der allgemeinen Feindseligkeit auf der Basis habe ich die Sicherheitskräfte verdoppelt und zwei Marines für jeden Kontrollpunkt abgestellt. Diese Zusatzkräfte dürften zur Beruhigung der Lage beitragen. Ich rechne damit, dass die neuen Marines nicht ganz so unerfahren sind wie die letzten Truppen. Sie machen sich ganz gut, aber in der gegenwärtigen Situation kann etwas Kampferfahrung nicht schaden. Sergeant Tyson, Ende. Okay, dann gucken wir uns nochmal die E-Mails von dem, von Sergeant Tyson an. PCF Hager. Sicherheit der Wachroboter. Staff Sergeant Tyson. Ich habe Wachroboter für Routinepatrouillen eigentlich immer befürwortet. Sie haben sich immer als sehr zuverlässig erwiesen, aber das hat sich heute geändert. Ich habe gesehen, wie zwei unserer Leute einen Roboter in Mars City warteten. Als er halb zusammengebaut war, aktivierte sie seinen Sensoren, um ihre Reparatur zu testen. Plötzlich machte einen der Marines als Feind aus und schoss auf ihn. Wäre die Waffe jetzt geladen gewesen, wäre der Mann jetzt tot. Zum Glück konnte der andere Marine den Roboter schnell deaktivieren. Der Wachroboter ist schlagkräftig. Vielleicht zu schlagkräftig. Wozu brauchen wir in Mars City so viel Feuerkraft? Es gibt kaum Probleme. Außer, dass sich ein paar Leute etwas merkwürdig verhalten. Glauben wir wirklich, die Wachroboter erkennen einen Unterschied zwischen einem, der einen harten Tag hat und einem, der den Verstand verloren hat? Ich hoffe, Sie können mit dem Sarge darüber sprechen, bevor Schlimmes passiert. PCS Hager. Neuankunft. Ah, jetzt. Sergeant Tyson. Ein neuer Soldat ist als Ersatz der allen, vor allen hier unterwegs. Er kommt mit dem nächsten Transport an. Achten Sie auch, dass die Ladeliste für die erste Ausgabe an ihn ausgefüllt ist. Änderung des Sicherheitscodes. Ah, wegen des bevorstehenden Personaltransfers ändern wir den Waffenlagercode im Marine Kommando auf 584. Die Änderung tritt am 15. November 2045 in Kraft. Vielen Dank, die Sicherheitszentrale. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. 584.
5, 8, 4. Hammer geil. Ich habe relativ viel Munition für. Boah, 500 Schuss. Werde ich nämlich mit der Waffe ein bisschen rumballern. Aber das werden wir auch erst in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Doom, in der wir uns der Verdammnis ein weiteres Mal gegenüberstellen werden. Lifemaker, over and out.